Es ist Sommer, es ist Zeit, ins Stadion zu gehen. Die EM steht vor der Tür. Fritz und Stroh, macht den großen EM-Check für euch. Wir gehen alle Gruppen durch und wir schauen uns an, wer hat es verdient, weiterzukommen? Wer hat es verdient, ganz schnell wieder nach Hause zu gehen? Na, und wir gucken natürlich auf Deutschland. Wie ist die Lage im DFB-Lager? Wer steht im Tor? Wie ist die Lage nach den beiden Testspielen? Das werden wir mit euch zusammen heute eruieren. Und was noch, Michael Strohmeier? Wir haben uns natürlich angeschaut, in welchen Teams noch Bundesliga-Profis vertreten sind und ganz am Ende noch, welche Mannschaft neben Slowenien unsere ganz besondere Herzensmannschaft wird. Also viel Spaß bei der aktuellen Folge Fritz und Stroh, die EM-Show. Bevor es losgeht, wie immer der Hinweis, wenn ihr unsere Show unterstützen wollt, dann könnt ihr das tun, indem ihr diesen Kanal hier abonniert, die Glocke einschaltet und fleißig kommentiert. Damit verpasst ihr demnächst nichts mehr und helft uns weiter zu wachsen. Und jetzt viel Spaß mit dem Video und wenn es euch gefällt, dann gerne einen Daumen hoch geben. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fritz und Stroh, die EM-Show. Denn ab heute, liebe Freunde, ist es soweit. Wir schalten um in den Europameisterschaftsmodus. Das heißt, ja, oh, das ist schön drapiert dahin. Also für alle Ja. Podcast-Hörer, Michael Strohmeier hat hinter sich einen EM-Schrein errichtet. Ja. Der besteht aus mehreren Relikten der EM. Und einigen Relikten von Matchday. Denn diese Folge ist wie immer powered bei Matchday. Es ist ein Relikt, das ist der EM-Pokal. Ja, da sind einige Sachen so komisch beleuchtet. Also, ach, du hast die Matchday-Flaschen da nochmal extra beleuchtet. Mein Gott, bist du ein Fuchs, ey. Inneneinrichtungsmeier. Wenn hier nichts geht. Aber die Bewerbung, die läuft, die läuft. Ja, Immer Max Pötting, hin vielen das. Dank fürs Einleiten. Ja, wir sind im Ja. EM-Fieber. Wir sind im absoluten EM-Fieber. Da hilft auch kein Medikament mehr. Jetzt geht's los. Die Temperatur ist auf einem Höhepunkt angelangt. Wir Ja. beschäftigen uns mit internationalen Fußballspielern, die wir in unserem Leben noch nie gehört haben und danach auch nie wieder hören werden. Es wird Absolut, fantastisch. aber das macht doch so ein Turnier auch aus, ne? Das werden wir ja gleich auch machen. Deswegen starten wir heute mit so einer, ja, so einer vollumfänglichen Vorschau in die EM rein, ne? Das heißt, so ein paar Tage bevor es jetzt losgeht, wenn ihr die Folge seht und hört, dann sind wir ja quasi schon in der EM-Woche. Ja, Das stimmt. heißt, am kommenden Freitag geht es dann endlich los mit dem Eröffnungsspiel Ja. Deutschland gegen Schottland. Und ja, da wollen wir euch ein bisschen einstimmen heute, ne? Das heißt, wir werden uns mal heute alle Gruppen anschauen, werden uns die einzelnen Mannschaften anschauen, werden mal so ein bisschen in die Glaskugel gucken, wer könnte da Favorit sein, wer ist auch schnell wieder ein Geheimfavorit, ne? Im Sinne Oh. von geheim, ne? Ja, verstehen Sie? Ja. Und Aber natürlich viele witzige Namen. ja, natürlich. No jokes with names. Das wird hier absolut ignoriert. Dann gäbe es ja dieses Format nicht. Naja, das stimmt. Liebe Grüße ans Fußvolk. Max, direkt die erste Frage an dich. Am Freitag, wo Ja. guckst du es? Wie und wo wird das geguckt? Ja, ich bin bei dem Kumpel im Garten und Ah ja. da wird unter bierseliger Stimmung das Spiel geguckt. Oh, ich bin tatsächlich auch in einem Garten. Aber Ja. nicht. Also, wir sind Aber nicht das auf ist dem auch gleichen. klassisch, ne? Das Ja. ist, würde ich sagen, klassisch für ein EM-Spiel der deutschen Mannschaft mit ein paar Leuten im Garten gucken. Ja, Bei schönem ach, Wetter. Hoffen wir wird. mal, dass auch schönes Wetter ist, ne? Ja, das wäre sonst für den Garten sehr, sehr, Ja, sehr dann müssen die Pavillons kontraproduktiv. ganze Arbeit leisten. Ja, wird ein anstrengendes Wochenende für mich, ne? Also ich habe am Freitag ja Fußball gucken in Gartenatmosphäre, ist jetzt noch nicht so anstrengend, aber wird natürlich lange gehen. Klar. Am Samstag spiele ich selber Fußball auf einem Hobbyturnier. Abends muss ich mich dann ja mit dir hier nochmal sehen lassen. Ne? Da werden wir ja dann über das Spiel direkt sprechen. Also Ja, da können wir Samstag. tatsächlich doch direkt mal kurz einhaken. Wir haben ja letzte Woche gesagt, wir wollen euch heute kurze Info geben, wie wir denn senden im Laufe der EM. Das wird so sein, wir werden immer einen Tag nach dem Deutschlandspiel werden wir hier eine Folge aufnehmen. Ja. Also das wird die Regel sein. Solange Deutschland natürlich im Turnier ist,
wenn Deutschland dann nicht mehr im Turnier sein sollte, das Finale nicht erreicht, gut, dann werden wir natürlich zu gegebener Zeit dann spontan nochmal gucken, wie wir dann folgentechnisch hier aufschlagen für euch. Aber wir werden natürlich so oder so bis zum Ende des Turniers hier am Start sein mit Fritz und Stroh. Und ansonsten immer einen Tag nach dem Deutschlandspiel. Wir versuchen es immer so früh wie möglich, spätestens aber natürlich spätestens am Abend. Einen Tag. Genau. Spätestens einen Tag nach dem Deutschlandspiel. Das hättest du natürlich auch gerne erzählen können, wenn ich fertig bin mit meinem Wochenende, weil danach kommt noch der Sonntag, wo ich morgens arbeite. Da passiert auch noch was. Ja, ich muss schon wieder arbeiten dann am Sonntag. Deswegen kommt es mir ganz entgegen, dass dann der Spieltag, die Spieltagsaufnahme schon am Samstag ist. Ja, das stimmt. Ja, und das ist ja noch nicht alles, ne? Ja, dann erstmal in Urlaub fahren, ganz genau. Das muss erstmal sein. Ja, das ist ja natürlich noch nicht alles, was wir haben, denn wir haben uns natürlich eine Menge Content für die EM ausgedacht und haben auch dafür schon einiges für euch aufgenommen. Das heißt, zusätzlich zu unseren normalen Folgen, die ihr als Podcast und bei YouTube ja sowieso so sehen werdet, wie ihr das gewohnt seid, haben wir eine ganze Reihe von YouTube-Videos aufgenommen. Ne? Speziell für YouTube haben wir uns in unser EM-Studio gesetzt und eine illustre Reihe an geilen Videos produziert für euch. Ja, also da kann man schon mal vorab sagen, das lohnt sich anzusehen, denn wir sitzen im gleichen Raum. Also wir sitzen wirklich. Wir sitzen wirklich und wahrhaftig in einem EM-Studio und das ist jetzt diesmal kein Euphemismus oder eine ironische Verklausulierung der ganzen Geschichte, dass wir am Ende doch wieder hier sitzen. Nein, wir haben uns in ein Studio begeben und höchst professionell für euch produziert zu den unterschiedlichsten Themen, aber ich verrate, glaube ich, noch nicht. Nein, wir verraten noch nichts, aber wir können so viel verraten, da wir ja jetzt damit schon gesagt haben, dass das Ganze ja schon aufgenommen und vorproduziert ist. Es sind eher zeitlose Themen zur EM, ne? Das heißt, wir werden jetzt in dem EM-Studio jetzt nicht über das letzte Spiel reden, das machen wir wie gewohnt hier zusammengeschaltet, aber in den zusätzlichen Videos wird es um Themen so rund um die EM, rund um ein Turnier gehen, ne? Die halt auch ein bisschen aktualitätsunabhängig sind. Und da könnt ihr euch sehr drauf freuen, da haben wir uns natürlich unseren absoluten Spezial Themen gewidmet. Ja. Das heißt, das wird ein Fritz und Stroh Spezial, wie ihr es euch doch wünscht da draußen. Ja. Und da kann ich direkt sagen, es geht direkt los. Dienstag gibt es das erste Video und Donnerstag das zweite. Eieieiei. Es wird geht hier Schlag auf Schlag. Ja, und das werden wir dann so durchziehen. Wird immer so ein, zwei Videos nochmal extra geben, jede EM-Woche, sodass wir euch da bis zum Schluss schön versorgen mit geilem Content. Ja. Also wer bis jetzt noch nicht den YouTube-Kanal abonniert hat, sollte es spätestens jetzt tun, denn es lohnt sich wirklich und wir haben natürlich auch eine gewisse Arbeit und Zeit investiert, sodass wir uns freuen würden, wenn das dann auch natürlich entsprechend sich niederschlägt in eurer positiven, hoffentlich positiven Resonanz. Ja, das stimmt. Ist tatsächlich das aufwendigst produzierte, was wir, glaube ich, je gemacht haben. Videotechnisch. Also, da kommt eigentlich viel ran. Ja, das auf jeden Fall. So, dann würde ich sagen, fangen wir einfach mal an. Wir werden die Gruppen heute mal mit euch zusammen durchgehen und wir fangen natürlich an bei Gruppe A wie Deutschland. Und da fangen wir natürlich mal an mit Deutschland, denn wir haben ja in den letzten Tagen noch die letzten beiden Testspiele vor der EM gesehen. Ja, man muss sagen. Endlich wieder. Es ist endlich wieder ist es so wie erwartet. Es ist endlich spielt Deutschland wieder unter dem, was sie könnten. Sollten. Unentschieden gegen die Ukraine und dann ein knapper später Sieg gegen die Griechen. Also ich muss sagen, es hat mir jetzt nicht die EM-Laune verhagelt, das jetzt nicht. Aber ich muss schon sagen, Das ist ein Dämpfer. Das ist ein Dämpfer, muss ich sagen, wirklich. Also da also ich weiß nicht, sehe ich das zu hart, wenn ich da jetzt schon sage, wir haben uns, glaube ich, von dem Frankreich- und Holland-Spiel ein bisschen täuschen lassen? Ich glaube, jein. Ich glaube, dass das, was wir gegen Frankreich und die Niederlande gesehen haben, das ist, was abgerufen werden könnte. Ja. Also das ist das, also meines Erachtens ist das, was wir erwarten sollten. So, das ist meine persönliche Erwartungshaltung an die deutsche Nationalmannschaft und die Spieler ist diese Leistung.
Keine Ahnung, ob es jetzt so ein typisches Trainingslagerphänomen ist, dass man so noch nicht so Vollgas gibt, dass sich keiner verletzen möchte kurz vor dem Turnier, dass deswegen irgendwie so ein bisschen die Handbremse drin ist, dass man nur bis zum vierten Gang fährt. Gibt es noch andere Autometaphern, die dir einfallen? Man fährt nicht sehr hochtourig, man dreht höchstens auf 2000. So, also das ist höchstens das, was ich mir vorstellen kann, weil, also wenn du dir die Offensivabteilung anschaust, musst du den Gegner aus dem Stadion schießen. Griechenland, ja, Ukraine. Ja, also Ukraine konnte man ja noch so ein bisschen entschuldigend sagen, naja, gut, da haben Rüdiger und Kroos halt noch gefehlt, aber gegen Griechenland. Übrigens, es ist ein Gesetz, dass wenn Antonio Rüdiger am Ball ist, dass irgendjemand beim Fußballschauen im Raum dieses berühmte YouTube-Video zitieren muss: Rüdiger, nicht so tief. Ja, klar. Keine Kapriolen. Keine Kapriolen. Ja, das wäre auch schön, wenn er sich bei der EM daran halten würde. Keine Kapriolen. Einfach mal keine Kapriolen. Das wäre können wir nicht gebrauchen. Ja, aber dann gegen die Griechen, muss ich sagen. Also gut, es war eine bessere zweite Hälfte. Okay, aber also es waren ja alle dabei. Also das war ja die mutmaßliche Startelf dann auch fürs Schottland-Spiel, fürs erste EM-Spiel. Aber die erste Halbzeit, alter Schwede, ey. Also das war ja grauenhaft. Ja. Die Griechen, die wussten ja selber nicht, wie denen geschieht, wie die da auf einmal schalten und walten konnten, da die Angriffe gefahren haben. Manuel Neuer, der erst wirklich klasse pariert, zweimal rettet, ich glaube am Ende noch gegen Zollis von der Fortuna, und dann, ja, patzt beim 1-0. Ne? Ja, erneut, das heißt, nicht der Manuel Neuer, den wir für das Turnier brauchen. Gegen die Ukraine auch schon ein Fehler, der nicht bestraft wurde, weil vorher abgepfiffen wurde. Aber da kommt er da einmal ganz komisch rausgeschossen. Und wenn das nicht abgepfiffen wird, dann ist das ein Gegentor. Ne? Dann ist der Ukrainer quasi alleine durch. Er hat sich aber selber gelobt. Ne? Er hat sich selber im Interview danach gelobt für die Aktion. Ich weiß nicht, ob er es mit einem Augenzwinkern ironisch meinte. Kann natürlich sein, dass er gesagt hat, naja, aber er war ja so schlau, so weit rauszugehen, dass er damit dann das Abseits erzeugt hat bei dem Pass. Ja. Also problematisch an der Sache ist, dass auf der einen Seite die Startelf, die mutmaßliche, noch nicht so richtig funktioniert und auf der anderen Seite haben wir jetzt plötzlich eine Torwartdiskussion so kurz vorm Turnier. Weil die Stimmen werden ja durchaus lauter, die sagen, ja, Manuel Neuer, der könnte uns in der Verfassung auch das ein oder andere Spiel kosten bei der EM. Ja. Ja, und ich erinnere mich an ein Turnier, wo die nominelle Nummer 1 und nominelle Nummer 2 auch gleich auf waren und dann aber die Nummer 2 das Turnier bestritten hat und am Ende von Oli Kahn Zettel zugesteckt bekommen hat. Ja. Also. Aber glaubst du, das ist realistisch, dass Julian Nagelsmann jetzt nochmal hingeht und seine Torwartentscheidung revidiert? Kann er ja nicht. Er kann es ja nicht, weil er ihm ja das Vertrauen... Er schon. Ja, er hat... Naja, aber in so einer Mannschaft, in so einem Team geht es ja auch viel um Chemie. Und da sich hinzustellen und zu sagen, ja, er hat jetzt uneingeschränktes Vertrauen und vor dem Schottland-Spiel tauscht er ihn aus, kann er nicht machen. Also nee, er kann höchstens, stimmt, wenn jetzt Manuel Neuer gegen die Schotten auch wieder komplett ins Klo greift... Kann er wahrscheinlich kann er sagen, so, pass mal auf, ich hab dir gesagt, du bist die Nummer 1, aber wenn du nicht so spielst, dann bist es halt ganz schnell nicht mehr. Ja, das sehe ich tatsächlich auch so, das würde ich zu 100% unterschreiben. Es wird keinen Torwartwechsel jetzt vor dem Schottland-Spiel noch geben, aber ich glaube wirklich, wenn Manuel Neuer dann auch wieder patzt, dann halte ich es wirklich für realistisch, dass man dann sagt, komm, dann test Degen rein, weil dann ist es irgendwie nicht mehr erklärbar, warum man dann Manuel Neuer reinstellt, weil also es ist wirklich, es zieht sich bei ihm durch. Ne? Es ist seit dem Patzer gegen Real. Ne? Seitdem, auch in der Bundesliga hat er den einen oder anderen Fehler gemacht. Also sogar einige hintereinander, die auch Gegentore verursacht haben. Also das ist nicht der Manuel Neuer, den man kennt. Ja. Der Mann ist verunsichert. Ja, anscheinend. Ne? Also eine Verunsicherung ist spürbar. Und das ist natürlich das Letzte, was wir gerade gebrauchen können, kurz vor der EM. Ne? Eine Startelf, die irgendwie sich dann doch nicht so richtig gefunden hat. Ein verunsicherter Stammtorhüter. Ein Kapitän, der vielleicht sogar gar nicht in der Startelf steht. İlkay Gündoğan, der auch wirklich alles andere als Argumente für sich in der Startelf gesammelt hat in den beiden Spielen. Mhm. Leider wie immer im Dress der Nationalmannschaft wie ein Fremdkörper wirkt. Völlig verwandelt. Bei City so lange Weltklasse gewesen, über Jahre bei Barca ein wichtiger Spieler. Ey, aber für die Nationalmannschaft nie das erreicht, was er im Verein erreicht hat. Ja, da
weiß ich nicht, ist immer so ein bisschen die Diskussion, ja, auf der einen Seite spielt er vielleicht nicht in dem System so, wie er das gewohnt ist und kommt damit nicht zurecht. Da muss man natürlich überlegen, ob man ihn spielen lässt. Aber über so viele Jahre auch, ne? Also da waren ja durchaus auch mal andere Systeme dabei. Ja. Und so richtig eigentlich auch nicht. Ne? Nationalmannschaft war immer 4-2-3-1. Ja. seit Jogi Löw, glaube ich. Und ja, immer auch vorne jetzt nicht so den klassischen Neuner, ja, sondern eigentlich immer so ein, ja, spielerische Lösung. So eine spielerische Lösung. Und auf der anderen Seite, was die Taktikfüchse gerade auf Twitter alles von darüber schreiben, und ich kann es absolut nicht nachhalten, weil da lese ich das, denke mir so, ja, ihr werdet das schon wissen, ist, dass er als Pressingspieler sehr clever anläuft. Also, dass er sehr schlau die Räume zumacht im gegnerischen Ballbesitz. Und dass es vielleicht keinen anderen gibt, der das so gut macht in dem System. Das kann natürlich auch ein Argument sein, ihn da vorne spielen zu lassen und dafür dann vielleicht ein kleines Defizit dann im in der Offensive zu haben. Was ja theoretisch, wenn man jetzt mal in diesen Taktik-Talk reingeht, theoretisch könnte man das lösen, indem man dann Gündogan ein bisschen zurückzieht und Kroos ein bisschen nach vorne. Was aber eigentlich nicht zu seiner Rolle bei Real passt, wo er ja fast teilweise aus der Innenverteidigung das Spiel gemacht hat. Ja, das also stimmt. Und da ist er ja am besten. Da ist er ja am besten, wenn er so das tief... Das verstehe ich halt auch nicht. Dann sagt so ein Andrich, ja ey, ich räume für den Toni alles weg, dass er sein Spiel spielen kann. Und aber Toni Kroos spielt ja eigentlich noch hinter ihm. Ja. Ja, gut, er geht ja auch mit nach vorne, aber er will natürlich, ist auf der anderen Seite, das ist natürlich richtig, das steht schon konträr zueinander. Wenn Toni Kroos so tief das Spiel aufbaut, was soll Andrich für Räume da freimachen? Ne? Aber ja, die Problematik werden wir dann sehen, ob die sich auftut dann im Laufe des Turniers. Tja. Ja. Ja, torwartmäßig gab es noch mehr News. Ne? Alex Nübel war jetzt derjenige, der dann noch nach Hause gehen musste. Ne? Es war dann doch ein Torwart, den es getroffen hat. Doch keine 4 Torhüter im Kader, so wie Julian Nagelsmann es eigentlich angekündigt hatte. Er hat es jetzt anders gelöst, weil sein Problem war ja, er wollte 4 Torhüter im Training haben, ne, damit eben die Belastung im Training auf viele Torhüter-Schultern verteilt wird und nicht die Stammtorhüter die Hütte vollkriegen in jedem Training. Jetzt hat er einfach den zweiten Torwart von 1. FC Nürnberg war das, glaube ich, ne? Ja. Hat er eingeladen, quasi ja, so als Teil des Betreuerstabes, im Training dann den vierten Torwart zu machen und hat dann eben Alex Nübel jetzt nicht nominiert, ihm quasi jetzt nicht diese Wasserträgerrolle gegeben. Dafür konnte er aber natürlich dann einen Feldspieler mehr im Kader lassen. Ja, wer hatte die Idee eigentlich als erstes? Ja, das haben wir doch hier schon seit Wochen gesagt. Ja, und vor allen Dingen, also seit Wochen, ja, seit 1-2 Wochen auf jeden Fall. Also nachdem der Kader bekannt wurde, hatten wir es eigentlich direkt gesagt. Und da ist mir mal aufgefallen, dass das nicht zum ersten Mal so ist, dass wir das Gefühl haben, dass Julian Nagelsmann diesen Podcast hört. Das stimmt. Ja, das ist richtig. Weil das ist ja eigentlich total... Es ist ja total naheliegend, ne? Weil es geht doch nur darum, dass ein professioneller Torwart dann noch mehr dabei ist, der dann halt im Tor steht, mit dem man dann die Spielformen dann üben kann, Torschusstraining üben kann, sodass halt nicht die Stammtorhüter sich da die Hütte vollhauen lassen müssen. Aber es ist halt natürlich, was jetzt auf den ersten Blick irritiert, ist, dass Baumann dabei ist und Nübel gehen muss, wobei Nübel ja der Jüngere ist, der perspektivischere, ne? Wo man sagen könnte, auch, aber es heißt wohl, dass Baumann von der Chemie her, von der Stimmung her besser ins Team passt. Ja, das für hat Nübel man ja auch natürlich schon ein paar Mal gesagt. Für Nübel natürlich ganz bitter. Der hat jetzt extra seine Safari abgesagt, dafür, dass er bei im EM-Trainingslager dabei sein kann. Und jetzt ist er doch nicht bei der EM dabei. Jetzt hat er nichts. Die EM hat er nicht, die Safari hat er nicht. Der Mann ist gebrochen. Okay, also so präzise, wie du das erzählst, war das ein Thema? Oder? Ja, das hat er erzählt, als er nominiert war. Er war ja sehr überrascht von seiner Nominierung und hat dann gesagt, ja, ich hatte eigentlich einen Safari-Urlaub gebucht, den habe ich jetzt dann halt storniert für die Nationalmannschaft. Ja, und dann wegen der hohen Stornogebühren kann er es sich nicht leisten, den Urlaub zu fahren, muss zu Hause bleiben. Der arme Mann muss den Safari-Traum jetzt begraben. Schade. Er wollte so gerne Löwen sehen. Ja. Übrigens, Jan Reichert heißt der Mann, der jetzt... Ja. Als vierter Torwart quasi mitfährt. Hat, glaube ich, sein erstes Spiel für den ersten FCN am letzten Spieltag der zweiten Bundesliga-Saison gemacht.
Ja, da schau her. Ne? Da freut sich jetzt, er kann jetzt Nationalmannschaftsluft schnuppern, ohne wirklich Nationalmannschaftsluft. Ja, aber für den ist das doch ultra geil. Ja, ey, stell mal vor, was er als alles lernt. Zweitliga-Torhüter oder als Ersatztorhüter in der zweiten Liga, wie weit du da leistungstechnisch davon entfernt bist, mit so guten Spielern trainieren zu dürfen. Also da kannst du ja nur profitieren. Ne? Ja, absolut. Also, ja, DFB. Und er wohnt halt in der Nähe, deswegen er tatsächlich. Das Grund war wirklich die kurze Anreise. Der wohnt in der Nähe des Trainingslagers. Absolut. Praktisch. Das ist so ein bisschen wie in der Kreisliga, beim Kreisliga-Verein. Die da in der Nähe vom Platz wohnen, die werden dann schon mal angerufen, um bei den alten Herren auszuhelfen oder bei der dritten Mannschaft. Ne? Ja, komm, ruf den an. Der wohnt hier eh nur eine Straße weiter. Der kann schnell vorbeikommen. Ja. Ja. Wollen wir kurz Tendenz abgeben, DFB? Meinst du jetzt eine komplette Turniertendenz? Ja, wie weit erste, es geht? Erster Eindruck nach dem... Ich bin nach den zwei Spielen... Du bist enteuphorisiert. Ich bin wackelig auf den Beinen, was die deutsche Nationalmannschaft... Ich bin wackelig auf den Beinen. Ich bin wie so eine 70-Jährige, die sich gerade noch so am Gehstock festhalten muss. Die Euphorie ist ein bisschen raus und ich befürchte, wir werden mit unseren Gruppengegnern doch mehr Probleme bekommen, als wir uns vielleicht im Moment noch eingestehen wollen. Weil das sind genau solche Gegner, die diesem Team am meisten wehtun. Weil Schottland, Ungarn, Schweiz, die werden alle nicht das Spiel machen wollen. Die werden das alles in die Hand von Deutschland geben. Und ich glaube nicht, dass wir damit gut umgehen können. Ja, tiefstehende Gegner. Ja, was ein richtiger Moodkiller ist, ist natürlich, dass wenn man weiterkommt, dass dann die Teams aus Gruppe B einen erwarten. Ne? Also deswegen Deutschland... hat eigentlich spielerisch das Potenzial, Favorit zu sein? Von der Spielanlage her? Klar. Nach den letzten Auftritten, glaube ich, ist mit, wenn jetzt Gegner kommen, die der deutschen Nationalmannschaft liegen, Viertelfinale oder Halbfinale maximal. Ja. Ja, also ich glaube, also weiter als Gruppenphase würde ich jetzt erstmal noch gar nicht schauen. Also gut, die wird man schon überstehen, das schon. Okay, ja, wenn wir das sagen, dann wird die Gruppenphase als Gruppenerster überstanden. Meinst du? Das sehe ich tatsächlich nicht in Stein gemeißelt. Nee, also da glaube ich, ist auch möglich, dass man vielleicht nur Zweiter wird. Dritter jetzt vielleicht nicht, aber... Wer kommt da drüber? Die Schweiz? Die Ungarn, die werden überraschen. Die Ungarn? Ja. Ja, tatsächlich. Da können wir ja direkt mal so ein bisschen überleiten auf auf den zweiten Gruppengegner, der deutschen Ungarn, die wirklich nicht schlecht sind. Die spielen einen unangenehmen Fußball, haben auch einen großen Star mit Dominik Szoboszlai, den kennen wir natürlich alle noch aus der Bundesliga, bei Leipzig gespielt, mittlerweile bei Liverpool. Die spielen aus einer sehr kompakten Defensive heraus und ganz ansehnlich teilweise nach vorne mit einem Zauberfuß von Szoboszlai. Die Ungarn sind nicht zu unterschätzen und die haben im gesamten Jahr 2023 kein Spiel verloren. Ich glaube, das vorletzte Testspiel war jetzt das erste Spiel, was sie wieder verloren haben seit 2022. Also die hatten eine richtig lange ungeschlagene Serie. Also die sind nicht zu unterschätzen. Nee, stelle ich mal hier so in den Raum. Ja, mach das. Namen her, also wenn du gerade den Kader durchguckst, von den Namen her würde ich dir recht geben, das reicht, dürfte eigentlich nicht reichen. Na gut, da gibt es noch so ein paar, Willi Orban, Peter Gulaschi, kennen wir alle aus der Bundesliga, sind ganz gute Spieler. Aber ich glaube vom Team her, Team der Ungarn ist ziemlich gut. Ich überprüfe einfach gerade die Spiele, die gespielt wurden, wenn du sagst, die sind die ganze Zeit ungeschlagen. Also im November unentschieden gegen Luxemburg, gewonnen gegen Griechenland, gegen Estland, gegen Bulgarien, gegen Montenegro unentschieden, gegen Litauen gewonnen. Gut, Sieg gegen Serbien, muss man sagen, erkenne ich an. Unentschieden gegen Tschechien, auch okay. Nochmal ein Sieg gegen Serbien, dann nur unentschieden gegen Litauen. Also weiß ich nicht. EM 2021 waren sie auch wirklich nicht schlecht. Ne? Also da gab es ja auch nur Unentschieden damals. Ja, aber so unterschiedlich sind die Kader gar nicht. Also der Kern des Teams ist schon so ungefähr gleich. Ja. Ich würde die Ungarn nicht unterschätzen. Ich glaube, die sind unangenehm. Ja, du wirst schon wissen, was du denkst. kadertechnisch natürlich viele, viele Bundesliga-Spieler oder Zweitligaspieler dabei, Peter Gulaschi, Martin Dardai, den Dardais, der mittlere, glaube ich, ne? Klar, Martin ist der mittlere, ja. Willi Orban, dann eine ganze Rutsche Schalais. Ja, einer von Hoffenheim, und der Bruder von Harry Styles.
Und der Bruder von Harry Styles, Callum Styles, ist auch dabei. Callum Styles, ja. Ein Engländer mit offensichtlich auch ungarischen Wurzeln, der sich dann für Ungarn entschieden hat. Ja, warum nicht schlecht. Wohl? Aber ja, verständliche Entscheidung. Unangenehme Truppe, also achtet mal auf die Ungarn hier. Achtet mal auf die Ungarn, wie sie Gruppendritter werden, aber leider sich nicht weiter qualifizieren. Unangenehme Truppe kann man, glaube ich, auch über die Schotten sagen, ne? Ja. Schotten sind auch typisch britischer Hau-drauf-Fußball. Ja, also da. Ja, ganz so hart vielleicht nicht, aber. Nee. Für mich ist kein Kick and Rush mehr. Für mich auf jeden Fall Anwärter auf den vierten Platz in der Gruppe. Ja, das glaube ich auch. Ja, haben überhaupt insgesamt nur 6 Offensivspieler mit. Also, ja. Da ist dann auch, also entweder lässt man die alle spielen, dann kann man nicht mehr wechseln. Ja, oder man muss halt irgendwie improvisieren. Der erfolgreichste Torschütze ist mit McTominay der 6er. Das heißt, ist auch bezeichnend, ne? Von Manchester United, McTominay. Ja, das ist so einer der bekannteren Namen aus dem Kader. Gut, dann hat man natürlich noch Andy Robertson von Liverpool. Gut, das ist natürlich ein klasse Mann auf der Linksverteidigerposition. Ja, aber sonst ist. Robertson. Einiges an Premier League-Erfahrung dabei, viele aus der Championship, also zweiten Liga in England. Mhm. Glaube ich, alles paar harte Jungs, aber fußballerisch mangelt es dann ein bisschen. Ja, bei der ein oder anderen Mannschaft kann man sagen, ist im Kader weder Fisch noch Fleisch. Ja, aber bei den Schotten hat man allein im Tor Zander und Angus. Also. Mein Gott, ey! Wo kommt das denn? Ja, da dämpfe ich sogar. Vor Freude. Ja, ich hab's gerade zufällig Sender Clark und Angus Gunn. Angus Gunn. geiler Name, ey. Das stimmt, das ist echt ein geiler Name. Und der dritte Gruppengegner ist dann die Schweiz. Ich glaube, da ist spielerisch dann ein bisschen mehr möglich. Wenn wir da ins Tor schauen, da haben wir einfach Kobel und Sommer, ne? Ja. Und Kobel wird nicht spielen, Sommer steht im Tor. Nee, weil er dauernd verletzt ist. Ja, Jan Sommer auch verrückt, ne? Beim FC Bayern ja wirklich geprügelt worden für seine Leistungen. Ja. Dann geht der Mann zu Inter Mailand und ist einfach der beste Torhüter der Serie A, ne? Wird Meister mit Inter Mailand und ja, zeigt wieder, was er kann. Ja, und da hatten wir ja im Vorgespräch kurz drüber gesprochen, das war mir komplett entfallen. Also dieser Arc, wie man das heutzutage, diese Staffel von Jan Sommers Leben bei den Bayern ist mir komplett entfallen. Ja, das war in der Verletzungszeit von Manuel Neuer. Da war Jan Sommer am Start. Ausgeliehen von Gladbach damals. Ja, aber gut, mit einigen Bundesliga-Profis, mit einigen internationalen, auch bekannten Spielern ist die Akanji Schweiz. In der Innenverteidigung ist natürlich eine Bank. Stammspieler bei Man City, das ist schon brutal gut. Granit Xhaka natürlich im Mittelfeld. Ja, das Metronom des Leverkusen-Spiels wird natürlich auch versuchen, das bei den Eidgenossen zu regeln. Dennis Zakaria kennen wir auch noch von Gladbach, ne? Bekannter Name auf jeden Fall. Steven Zuber natürlich auch. Die alte verrückt auch. Ist, dass Sherdran Shaqiri einfach noch dabei ist. Ne? Das hat mich auch irritiert. Mittlerweile bei Chicago Fire in den USA. In Amerika Der Kraftwürfel. Der Kraftwürfel, ja genau, Steven Zuber kennt man noch. Noah Okafor ist noch ein guter, ne, von AC Mailand. Schneller Mann auf der linken Seite. Auf jeden Fall Ruben Vargas, auch komisch, dass der dabei ist. Ne? Seltsamer Call. Aber ja, also ich finde es ja immer der Malermeister aus Augsburg, wir erinnern uns. Ich finde es immer noch fantastisch, dass Murat Yakin Trainer in der Schweiz ist. Da fühle ich mich dann sofort an den VfB Stuttgart der 90er erinnert. Ja, 90er stimmt. Oder Anfang der 2000er. Ja, Anfang der 2000er. Hakan und Murat Yakin. Hakan, ne? Ja, genau, sein Bruder. Ich weiß nicht, hat er da auch gespielt? Aber ja, auf jeden Fall, die Yakin-Brüder waren bekannt damals, ja. Siehst du, guck mal, solche Sachen weiß ich dann, ne? Aber dann heutzutage, dass Jan Sommer bei den Bayern gespielt hat. Völlig vergessen. Völlig vergessen. Kurzzeitgedächtnis auch einfach nicht mehr existent. Ja, aber keine schlechte Truppe, die Schweizer. Also spielerisch müsste man eigentlich sagen, die müssten eigentlich Zweiter werden in dieser Gruppe. Ja, deswegen, also mein Call, Deutschland, Schweiz, Ungarn, Schottland. Ja, okay, gut. Ich seh die Ungarn vor den Schweizern, weil die unangenehm zu spielen sind. Ich sag's euch, unangenehm Ungarn, zu spielen. Ungarn-genehm. Ja. Ja, bevor wir gleich eine Pause machen, dann gehen wir doch nochmal direkt rüber auf Gruppe B, würde ich sagen. Da sind wir natürlich jetzt ein bisschen schneller unterwegs, weil Deutschland hat natürlich Priorität hier. Ne? Ja. Da muss man natürlich ein paar Sätze mehr drüber verlieren. Ja, Gruppe B von vielen als eine der beiden Todesgruppen
erachtet. Ja. Bevi, bist du denn bekloppt? Ja. Zumindest aus Albaniens Sicht. Ja, genau, ne? Weil die starken Albaner da drin sind. Nein, also Italien, Bevi, Spanien. Bye bye. Italien, Spanien, Kroatien und Albanien. Und damit natürlich mit Italien und Spanien zwei, die naturgemäß zu den Favoriten gehören. Kroatien, die in den letzten Turnieren immer stark dabei waren, immer Viertelfinale, Halbfinale, sogar Finale 2018 gespielt gegen Frankreich. Also Kroatien hat sich in der Weltspitze wirklich etabliert, muss man sagen. Ne? Ja. Und ja, Italien wird, glaube ich, so ein kleines Überraschungspaket werden, nicht als Geheimfavorit und Überraschungsmannschaft, aber wie man denn überhaupt abschneidet, denn ja, da gab es ja dann nach dem letzten Titel einen kleinen Umbruch, weil, glaube ich, bei der WM lief es nicht so gut. Ja, war noch gar nicht dabei bei der WM, Italien. Die waren noch als amtierender Europameister gar nicht dabei. Das kann man als nicht so gut bezeichnen. Ich hatte Erfolglosigkeit im Hinterkopf, aber dass es so schlimm war. Ja, es war schon, Madonna es war Mia. Schon schlimm. Ja, genau. Und seitdem gibt es ja einen kleinen Umbruch da und da bin ich mal gespannt. Ja, also man hat als ein paar. Ja, bekannte Namen natürlich dabei, ne? Im Tor Donnarumma von PSG, aber Donnarumma, so ganz zufrieden ist man bei Paris ja auch nicht mit ihm, immer mal wieder den einen oder anderen Patzer drin, aber eigentlich ein klasse Mann, das muss man schon sagen. So die Achse des Teams, kann man sagen, sind Bastoni und Barella, beide von Inter. Überhaupt, die Inter-Achse, ja, die Inter-Achse ist stark in diesem Team, ne? Da gibt es ja noch Federico Di Marco, Davide Fratesi, also da sind einige vom amtierenden italienischen Meister dabei. Ja, die Inter-Achse klingt auch nach einem neumodischen taktischen Begriff, finde ich. Ja, die spielen dann halt mehr über die Inter-Achse. Ja. Das kennt man ja vom Auto, ne? Wenn das Heck ausbricht, dann geht über die Inter-Achse. Heckmotor Vollgas, Heckantrieb Vollgas, da rutscht er immer schnell über die Interachse. So kennt man das. Ja, ansonsten natürlich ganz, ganz viel aus der Serie A dabei. Ich glaube sogar fast nur. Haben die überhaupt einen Legionär dabei? Ja, gut, Donnarumma, klar. Vicario von Tottenham, der zweite Torwart. Ja, das war's, ne? Zwei Legionäre. Mehr haben sie nicht. Aber gerade klassisch. Ach, und Jorginho von Arsenal. Ja, aber gut, der ist ja eingebürgerter Brasilianer, ne? Von daher. Also es ist krass, also Italien hat nur 3 Legionäre überhaupt im Kader. Ja. Und sind damit auf Platz 2, England mit 2 Legionären, ansonsten alle im Inland. Krasse Gegenentwürfe dazu, Dänemark und Albanien, die den kompletten Kader voller Legionäre haben. Ja, da sind die eigenen Ligen nichts wert. Ein Wort vielleicht noch zu Italien, es mangelt an Stürmern. Ein richtig guter Stürmer ist nicht dabei, Immobile nicht nominiert. Das war natürlich viele Jahre der Goalgetter für Italien. Man vertraut auf Gianluca Scamacca wahrscheinlich, der Stürmer von Atalanta Bergamo. Der hat ja schon den Leverkusenern wehgetan. Und der ist mir vor allen Dingen deswegen aufgefallen, weil er jeden Zentimeter seines Körpers tätowiert hat. Also der sieht halt auch wirklich aus wie ein fieser italienischer Türsteher. Ja. Dem möchte man nicht zu nahe kommen im Strafraum. Das ist richtig. Ja, wenn ich den Namen El Shaarawy lese, denke ich mal so, krass, der war irgendwie vor zehn Jahren einfach mal so das gehypte Talent, der gehypte Stürmer. Und es liegt jetzt vielleicht an meiner sehr Bundesliga-lastigen Brille, aber da ist er wohl einiges schuldig geblieben. Ja, das ist richtig. Da hat man mehr von ihm erwartet. Das ist wohl wahr. Aber reicht dann noch für eine Nominierung zumindest. Ja, ich würde sagen, gucken wir dann direkt mal auf Spanien. Ne? Der zweite nominelle große Favorit. Ne? Großer Name natürlich. Spanien gehört zum Favoritenkreis dieser EM. Das ist klar. Aber auch so ein bisschen im Umbruch, muss man sagen. Ne? Also viele sehr junge, sehr, sehr talentierte und gute Spieler drin. Aber die noch nicht so richtig in ihrer Prime sind. Heraussticht natürlich Rodri, ne, der Mann im Mittelfeld von Man City, der das Trikot normalerweise in der Hose trägt, was ich einfach immer ultra geil finde bei Rodri. Ja. Also das ist wirklich eine Sache, die macht mich richtig an. Zusammen dann mit den spielstarken Leuten wie Pedri, ne, Dani Olmo auch dabei aus der Bundesliga, wenn er denn so richtig fit ist, ne, der war ja ganz schön angeschlagen.
Ja, der Umbruch kam jetzt durch Luis de la Fuente, der ja vorher U21-Trainer war, um dann halt den Seniorenkader zu betreuen. Und der nimmt natürlich dann viele seiner ehemaligen Schützlinge mit nach oben. Ja, und ich glaube, Lamine Yamal, ne, mit 16 Jahren, der sticht hier heraus. Ne, von Barcelona ist natürlich auch ein Megatalent, der Mann. Ja. Also, und der jüngste Spieler im Turnier. Ja, also der ist wirklich, wirklich stark. Nico Williams kann man noch nennen von Athletic Bilbao, auch erst 21. Fermin Lopez von Barcelona, auch erst 21. Also da sind ein paar gute, talentierte junge Spieler dabei und einige ja noch in der Hinterhand. Ich glaube, wie heißt er denn? Cui, Innenverteidiger von Barcelona, weiß ich jetzt nicht. Der war im vorläufigen Kader, wurde... genau, wurde jedenfalls nicht nominiert und der ist aber auch ein Megatalent, auch erst 17 Jahre alt, war Stammspieler bei Barcelona jetzt, also da haben sie auch einen unfassbar starken dabei. Ja. Dessen Name mir jetzt erfallen. Kubasi heißt er, Kubasi. Ja, da schau her. So. Da schau her. Der ist aber nicht dabei. Vielleicht noch ein, zwei Worte verlieren zu Kroatien und Albanien, Kroatien wird ja vom besten Freund von Jürgen trainiert, Zlatko. Ja, Zlatko Dalic. Ja, ich bin nicht für inhaltliche Takes hier heute da. Ne? Nee, also das schon mal vorab, ich bin hier für flache Gags und schlechte Sprüche. Ach Moment, also alles wie immer. So, muss man auch mal ehrlich sein. Ne? Ja, also apropos Kader von Kroatien mit der Nummer 5, Martin Erlic. Ist das einer von den Erlich Brothers? Das ist die osteuropäische Version der Erlich Brothers. Ja, klar. Ja, der ist, glaube ich, Zauberer da hinten. Ansonsten schart sich mal wieder alles um Luka Modric. Ne? Der ist immer noch die Lichtgestalt des kroatischen Kaders. Schon so viele Turniere dabei gewesen. Bei Real Madrid ja mittlerweile nur noch Ergänzungsspieler, aber was heißt nur noch, ne? Also der Mann hat es schon noch drauf, ne? Also auch wenn er mittlerweile 38 ist, kann der am Ball immer noch alles, ne? Aber ich sehe mal, bei Kroatien ist für mich immer so, Luka Modric und viele fiese Gesichter drumherum, ne? Der hat immer im Mittelfeld der Kroaten immer so sehr grimmige, ballerobernde, viel laufende Spieler um sich herum, so wie Brozovic, Kovacic, Pasalic, ne? Das sind alles so Leute, die ihm den Rücken freihalten, damit Modric geile Pässe spielen kann. Ja, also wo es halt bei den Kroaten irgendwie dann ein bisschen schwierig wird, ist dann auf den Außen. Ivan Perisic wird nominiert, ist eigentlich ein Zeichen dafür, ohne despektierlich sein zu wollen. 35 schon, ne? Und mittlerweile spielt er ja auch nur noch in der Heimat, ne? Bei Hajduk Split. Ja. Also nicht mehr in der Top-Liga. Ja, Andrej Kramaric wäre jetzt vielleicht noch zu erwähnen, Lovro Majer. Ja. Die man aus der Bundesliga kennt. Stanisic. Josip Stanisic natürlich. Bonas Hosa, wer ihn noch kennt. Ja, in der Verteidigung natürlich Josko Gvardiol, ne, von City. Ja. Wir kennen ihn auch aus Leipzig. Also keine der so Mann. Schlechte Mannschaft, ne? Ist eine gute Mannschaft, ja. Sagen. Wir haben gute Kicker dabei, aber halt wirklich sehr viel Pech mit der Gruppe. Das heißt, selbst wenn du da in dieser Gruppe Dritter wirst, wirst du wahrscheinlich nicht guter Dritter werden, sondern sondern wirst wahrscheinlich untergehen. Wobei, also Kroatien hat eine Chance aufs Weiterkommen, wenn sie gegen Italien oder Spanien überraschenderweise Punkte holen, genau. Ja, das stimmt schon. Oder also man müsste ja eigentlich davon ausgehen, dass alle drei gegen Albanien gewinnen. Ne? Die drei Punkte sollten ja normalerweise alle im Sack haben. Aber ne, wir kennen es ja bei den Turnieren. So einfach ist es dann nicht. Ne? Und die Albaner, um sie noch erwähnt zu haben, sind natürlich der große Underdog. Ich glaube, fast der größte Underdog im Turnier. Da sind nicht viele bekannte Namen dabei, muss man sagen. Von daher, aber die haben ja auch nichts zu verlieren. Ne? Die können ja den großen Favoriten in der Gruppe einfach schön auf den Sack gehen. Ja, und das werden sie wahrscheinlich allen voran, wird das Klaus Jasula machen. Der mit stoischem Carbon-Dickkopf. Dass der auch dabei ist, ne? Das ist auch Weltklasse, finde ich. Einfach von Darmstadt. Heftig. Mit Darmstadt abgestiegen, aber bei der EM. Ja. Auch so kann eine Karriere verlaufen. Also mein Call ist, Spanien wird Tabellenerster, Kroatien Zweiter, Italien scheidet aus, zusammen mit Albanien. Ui, also meinst du, Italien würde dann als Dritter es nicht mehr schaffen, also nicht mehr unter den
vier besten Dritten sind es ja, ne, die weiterkommen. Italien wird es verkacken. Italien wird sowohl gegen Spanien als auch gegen Kroatien verlieren. Ja, also Spanien sehe ich auf Platz 1, bin ich auch bei dir. Ich würde die Reihenfolge würde ich tatsächlich auch so sehen. Ich hätte aber noch Hoffnung, dass Italien es doch noch als einer der besten Dritten weiterschafft. Das wäre so die Hoffnung. Aber die Reihenfolge würde ich auf jeden Fall mitgehen. Ja, okay. Das sehe ich auch so. Gut, dann würde ich sagen, kleine Pause und dann kommen wir gleich zurück mit Gruppe C, wie Dänemark. Bis gleich. Es ist Sommer, es ist Zeit, ins Stadion zu gehen. Kein Weg ist uns zu weit. Die Fahnen werden wehen, macht's noch einmal die 2006. Das ganze Land hat Jubelreflex. Jeden Tag Sonne und Fußball, Bierchen und Grillen, der lebendige Traum. Europameister daheim, genau so wird es sein. An dieser Stelle wie immer der Hinweis, unsere Show gibt's auch auf Social Media. Auf Instagram und TikTok haben wir regelmäßig Clips, Memes, Community-Content und vieles mehr für euch. Also lasst gerne ein Follow da, liked euch den Daumen wund und ballert in die Kommentare. Ja, hallo und herzlich willkommen zurück bei Fritz und Stroh, die EM-Show. Ja. Kann man ja jetzt sagen. Ne? Ungewohnt. Ungewohnt, ungewohnt. Ja, wir sind angekommen in Gruppe C. Dänemark, England, Serbien und Slowenien. Ja. Eine Gruppe, die ja im Schatten der Engländer steht, kann man sagen. Ja. Ne? England, für mich der größte Favorit auf den Titel. Ja. Also mit diesem Kader kann es nur ein Ziel geben, ja, den Titel. Allein vom Marktwert her ist das, das ist schon geisteskrank. 1,78 Milliarden ist der Marktwert der Engländer. Wobei man dazu natürlich sagen muss, wer in der Premier League spielt, hat automatisch ja einen sogenannten Apothekerpreis, einen Apothekerpreisschild. Ja, und da von 26 Spielern 24 in der Premier League spielen, muss man da vielleicht auch nochmal so ein bisschen, ja, ein paar Euronen abziehen. Ja. Aber nichtsdestotrotz, ne, ja, die alles Klasse, allem ist die Qualität da. Ist unfassbar. Alleine Gruppe guck dir C das, und Gruppe E. Guck so. Dir das Mittelfeld an mit Leuten wie Declan Rice, Jude Bellingham. Du hast Phil Foden, Harry Foden. Kane vorne im Sturm. Also das ist uneingeschränkte Weltklasse. Ein Cole Palmer, ja, der bei Chelsea so groß aufgespielt hat. Ein Conor Gallagher, der extrem gut ist bei Chelsea. Das ist wirklich, ja, Trent Alexander-Arnold, auch seit vielen Jahren Weltklasse. Das ist bockstark. Also es gibt ja eigentlich nur eine Position, die den Engländern ein bisschen Sorge macht. Und das ist die Linksverteidigerposition. Ja. Luke Shaw, ne, der da die letzten Jahre gespielt hat, der, ja, wird wahrscheinlich, wenn dann erst ganz pünktlich zum Turnier fit sein, wenn er überhaupt fit wird. Ja, das ist doch verrückt. Du hast nur einen einzigen Linksverteidiger nominiert und das ist einer, der nur 15 Ligaspiele gespielt hat, ja, und angeschlagen ins Turnier geht. Das ist schon eine Schwachstelle. Eine weitere Schwachstelle, die man natürlich ausmachen kann, ist der Fluch von Harry Kane. Der Titelfluch von Harry Kane. Ja, Harry Kane hat mal wieder die Möglichkeit, den Fluch zu durchbrechen jetzt, ne? Aber also für mich ist seit der Saison beim FC Bayern München klar, dass es einen gibt. Naja, vorher das stimmt. Vorher hätte man so, ja, Tottenham und so, na gut, ist jetzt vielleicht auch nicht das Pflaster, um die besten Titelchancen zu haben. Er ist zu Bayern München gewechselt, wo man eigentlich eine Titelgarantie hat. Das stimmt, ja. Und dann wird es die schlechteste Bayern-München-Saison seit 12 Jahren. Ja. Ja, verrückt, ne? Also, dass sie einfach keinen Linksverteidiger mitnehmen, ne? Da muss dann wahrscheinlich, wenn Luke Shaw nicht spielen kann, ein Innenverteidiger oder ein Rechtsverteidiger halt umgeschult werden. Das ist Benedikt Höwedes, wenn man ihn braucht. Ja, genau. Ja, das wird dann wahrscheinlich Joe Gomez machen, der dann als Linksverteidiger aushilft, aber eigentlich nominell Innenverteidiger ist, ne? Und die Torwartposition, ne? Auch klassisch vernachlässigt klassisch bei den Engländern. Klassisch Englisch. Da John Pickford, ne, wird wahrscheinlich im Tor stehen, aber boah, der Allersicherste ist er jetzt auch nicht, sagen wir mal so. Ja, wobei wir jetzt natürlich nach den Unsicherheiten von Manuel Neuer. Ja, was sollen wir da noch sagen jetzt? Ja, ich wäre so weit, aus dem Fenster lehnen dürfen. Ja, daneben haben wir die Dänen.
Dänen für mich solide, immer solide. Ne? Die haben immer so ein paar Leute, so ein paar internationale Top-Leute dabei. Hier so Christensen von Barcelona kann man auf jeden Fall nennen. Eriksen natürlich auch seit vielen Jahren, ne, bei Manchester United. Guter Mann natürlich Pierre-Emil Højbjerg von Tottenham. Man kennt ihn ja noch aus Bayern und aus Schalke-Zeiten. Der Mann war tatsächlich mal bei Schalke. Ne? Ja, ich habe mich damals über den Transfer gefreut, weil ich dachte, ey, das ist kein schlechter Transfer. Ja, wie so oft aus Potenzial nichts gemacht. Es nur vier. Vorne noch ein Top-Stürmer. Als Torhüter jetzt vielleicht nicht unterschlagen. Ja, ja, wobei er hat auch seine besten Jahre, glaube ich, hinter sich. Ne? Ist schon ein bisschen älter. Ja, vorne drin hat man noch guter Mann. Rasmus Højlund von Manchester United. Sehr, sehr guter, noch sehr junger Stürmer, der auf jeden Fall Tore machen kann. Und Jonas Wind von Wolfsburg. Ja. Und Josef Paulsen ist auch noch dabei. Josef der spielt doch bei Leipzig schon kaum. Ja. Ja, wunderbar. Kaspar Dolberg kennt man noch vom ja, das ewige Talent. Das ewige Talent, ja. Brun Larsen, auch Hoffenheim. Viele Hoffenheimer dabei. Thomas Delaney? Oh ja. Hätte ich ja auch gedacht, wäre älter. Ja, hätte ich tatsächlich auch, aber mittlerweile bei Anderlecht, ne? Auch irgendwie karrieretechnisch schon auf dem Rückweg, um es mal freundlich zu formulieren. Aber wo wir gerade bei Schalke, Ex-Schalkern waren, im Tor, Frederik Renault, auch eine Überraschung, finde ich. Ja, ich weiß gar nicht, ob der im Tor steht. Die haben, meine ich, auch noch einen von... Nee, also nicht, sie haben ihn dabei, meine ich. Achso, die haben ihn dabei. Okay, wer im Tor steht, weiß ich tatsächlich nicht. Kann auch der von Leicester sein, Hermansen. Aber werden wir dann sehen. Wollen wir jetzt nicht drüber lästern. Ja, oder Kaspar Schmeichel halt. Ne? Ja, für Dänemark, aus meiner Sicht, ist Serbien der ärgste Konkurrent. Ich glaube, mit Serbien wird man sich um den zweiten Platz streiten dürfen. Auf jeden Fall, ja. Serbien bestreitet übrigens seine erste Europameisterschaft als eigenes Land. Ja, vorher nur als Serbien und Montenegro, meine ich, gewesen. Ja, ist richtig. Ja, da stechen auf jeden Fall erstmal die Milinkovic-Savic-Brüder raus. Nämlich Sergej und Vanja. Ein Torwart und der zentrale Mittelfeldspieler Sergej Milinkovic-Savic, den kennt man natürlich noch aus seiner Lazio-Zeit. Ein klasse Mann gewesen, aber... Ich sag's jetzt mal ganz frei heraus, leider nach Saudi-Arabien gewechselt und seine Karriere natürlich so ein bisschen beerdigt. Ja, Saudi-Arabien übrigens mittlerweile schon sehr stark vertreten. Ne? Also 14 Spieler, die bei der EM dabei sind, spielen in Saudi-Arabien. Ja, keine gute Entwicklung für den Fußball, brauchen wir hier, glaube ich, nicht großartig breitreten. Ja, wer weiß, wie lange die da spielen. Ne? Man hofft ja, dass sie dann doch wieder den Rückweg finden. Ja, weiß ich auch nicht. Luka Jovic sehe ich hier gerade. Ja, Vlahovic vorne noch im Sturm. Einer der besten Mittelstürmer auf jeden Fall des Turniers. Klasse Mann von Juve. Ja, und neben diesem Duell Serbien gegen Dänemark, da gibt es halt noch die kleinen Slowenen, die sich da in der Gruppe sagen, wer weiß, ob wir euch nicht da vielleicht so ein Bein stellen, ne? Ja, es war ganz charmant vom Trainer Matthias Keck. Der hat das ziemlich keck formuliert auch. Und zwar hat er gesagt, dass es okay für ihn ist. Er mag es, wenn er unterschätzt wird, denn, ich zitiere, lass die Leute ruhig denken, dass wir die Underdogs sind. Und da habe ich eine kleine Information für Matthias. Ihr seid die Underdogs. Also, das ist nicht nur das, was die Leute denken, ihr seid die Underdogs, selbst wenn ihr dann gewinnt. Also die Underdogs seid ihr so oder so. Aber ein Team, was Benjamin Šeško in seinen Reihen hat, hat auch meine Unterstützung. Na klar. Muss ich ganz ehrlich sagen. Bist ja noch nicht mal heimlicher Fan. Nein. Er ist natürlich der entscheidende Mann da vorne, ne? Von RB Leipzig. Bombensaison, Bombenrückrunde vor allen Dingen hinter sich. Der geht mit ganz viel... Nachdem du auf ihn aufmerksam gemacht hast. Ja. Nach dem Motto, ey, eigentlich kann der doch mehr... Bei Salzburg so stark gewesen, hat die Hinrunde gebraucht bei Leipzig, um wirklich reinzukommen, aber in der Rückrunde klasse. Also ich traue ihm eine absolute Breakout-Saison im nächsten Jahr zu. Und im Tor Jan Oblak von Atletico. Ne? Für mich eine schöne Geschichte, dass Josip Iličić dabei ist, der ja aufgrund seiner mentalen Schwierigkeiten sich aus dem Profibereich erst zurückgezogen hat, dann jetzt zu Hause bei NK Maribor wieder spielt, auch seine Leistung bringt und dann
nominiert wurde für die Europameisterschaft, ist eine für mich sehr, sehr schöne Geschichte. Ja. Allein deswegen, ja, lass uns doch einfach Slowenien den guten dritten Platz geben. Schade, Serbien. Ja, ich glaube, ja, die Slowenen können da Probleme bereiten. Also viel, England, vielleicht einige, Dänemark. Ja, England, Dänemark, Slowenien, Serbien. So. Ja. Dann kommen wir zur Gruppe D. Die könnte man sagen, Todesgruppe 2, ne? Ja, je nachdem aus welcher Sicht. Also zumindest, glaube ich, für Polen ist das keine tolle Gruppe. Also da wird man sich wahrscheinlich gedacht haben, ja gut, hätten wir uns mal nicht qualifiziert, dann hätten wir länger Urlaub. Ja, das stimmt. Ja, fangen wir bei Frankreich an. Also Frankreich, Niederlande, Österreich, Polen. Frankreich, glaube ich, da müssen wir nicht viel zu sagen. Eine Weltklasse-Truppe, immer noch. Gut, bisschen Verletzungspech, ne? Lucas Hernandez verletzt, Kingsley Coman, Adrien Rabiot. Aber da ist immer noch so viel Klasse drin mit Mbappé, einem der größten Stars der Welt im Team. Der es jetzt also endlich geschafft hat, ne? Ja, das stimmt. Ja, er hat es endlich geschafft, von Paris wegzukommen, ne? Und endlich ist der Mann frei. Ich habe ja hier immer viel, ich habe ja immer viel geschimpft, ne? Ich habe ja immer viel geschimpft, so ja, schmeißt sein Talent weg und spielt jetzt die ganze Zeit bei Paris. Das sind keine richtige, die Franzosenliga oder die französische Liga ist jetzt keine vernünftige Liga, wo man besser wird. Und ich habe da jetzt nochmal ein zweites Mal drüber nachgedacht und da kam mir so der Gedanke, ja gut, er ist jetzt 25. Vielleicht hat er einfach das jetzt so als Entwicklungszeit mitgenommen, um sich zu festigen. Und jetzt ist er bereit für den nächsten Schritt. Kann vielleicht sogar gut gewesen sein, dass er gewartet hat, bis er bis er sich traut, aus seinem familiären Umfeld dann wegzuziehen in das entfernte Spanien. Ja, genau. Ja, ist natürlich auch geil, ne? Real Madrid, die Mannschaft, die gefühlt in den letzten 10 Jahren 11 Champions-League-Titel gewonnen hat, holt einfach den besten Spieler der Welt noch dazu. Klasse, das freut einen natürlich in dem Wettbewerb. Ja. Das macht Spaß. Ja, kommen wir dann mal auf die Holländer. Ne? Die Holländer mit dem Bonds-Coach Ronald Koeman. Ja. Ja, der ein Problem mit Xavi Simmons hat. Und mit Jeremy Frimpong. Ne? Aus Bundesliga-Sicht hat der Mann mit zwei absoluten Klassenspieler in unserer Bundesliga ein Problem. Ja, dem gefällt die Art und Weise und die Einstellung nicht und andersrum gefällt vielen auch die Philosophie nicht, mit der Koeman das Spiel gestaltet. Also Football total ist da hier nicht, sondern es ist eher total pragmatisch. Koeman gibt einen sogenannten Fick darauf, ob es spielerisch alles schön und toll aussieht. Er will einfach nur erfolgreich Fußball spielen. Ja. Und das finde ich, wenn man sich den Kader so ansieht und das Potenzial, was da ist, finde ich, ist es aber auch Verschwendung. Ja, also du hast wirklich, natürlich. Du hast wie immer eigentlich, hast du in den Niederlanden technisch und von der Geschwindigkeit her und von der vom Potenzial her Top-Spieler. Und dann, das ist einfach, du kannst nicht spielen, als hättest du Schottland. Ja, das stimmt. Das ist ein guter Call auf jeden Fall. Ich glaube, das Einzige, was so richtig fehlt bei den Holländern, ist ein richtiger Mittelstürmer. Ne? Brian Brobbey von Ajax Amsterdam, okay, aber der hat es auch noch nicht bei einem Topclub gezeigt. Und dann ist einfach noch Wout Weghorst da. Ja, Jungs, ey. Also, das soll für Titel reichen, oder was? Also, naja. Also das werden die Niederländer, glaube ich, auch über Deutschland sagen. Wenn sie sagen, okay, wer ist dann da? Ja gut, Kai Havertz, der irgendwie so als Neuner ein bisschen immer missbraucht wird und Niklas Füllkrug. Ja, auch holländische Niklas Füllkrug. Ja, Ficklas Geilkrug. Das stimmt. Ja, aber ansonsten natürlich viele, viele starke Leute dabei und für mich, ja, ich würde sogar sagen, also wenn alles gut läuft, vielleicht sogar Platz 1, wenn die Franzosen ein bisschen straucheln, ne? Wer weiß, aber Platz 2 Franzosen auf jeden Fall. immer Mentalitätsprobleme. In Turnieren. Ja. Oder außer die sie gewonnen haben in den letzten Jahren. Regelmäßig auf jeden Fall. Ja. Ja, kommen wir mal auf die Österreicher. Und die Österreicher haben viele als Geheimfavorit auf dem Zettel. Und ich weiß nicht, warum. Ich versuche es zu verstehen, aber ich verstehe es nicht. Ich will es verstehen, Michael. Aber wo? Es kann doch nicht. Ralf Rangnick kann doch nicht der Grund sein. Ja. Ich bin in Gefahr. Ralf Rangnick ist in Gefahr. Ja. Ja, weil man einfach eine sehr ausgewogene, qualitativ obere mittelfeldmäßige Mannschaft hat, die taktisch und technisch gut eingespielt ist.
Das ist eine Bundesliga-Auswahl im Endeffekt, ja? Die da auf dem Platz steht. Lienhardt, ja Wöber, Mwene, Posch auch noch in der Bundesliga gespielt, jetzt in Italien. Grilic, Leimer, Sabitzer, Seiwald, Gregoritsch. Baumgartner, Gregoritsch, Florian Kainz, Romano Schmid, Patrick Wimmer. Wir kennen sie alle, alles Bundesligaspieler. Ja. Der halbe Kader spielt in der Bundesliga, oder mehr als der halbe Kader spielt in der Bundesliga. Ja, wie bei Deutschland. Ja, ja. Ja, ja. Ein lustiger also, Name übrigens noch dabei, ein Innenverteidiger von Rapid Wien, Leopold Querfeld. Ja. Querfeld-Einwechselspieler. Ja, genau. Das könnte man so stehen lassen. Ja. Ja. Aber ich verstehe den Hype nicht, dass Österreich ein Geheimfavorit ist. Also Österreich, stabile Truppe, keine Frage. Ich glaube, das kann locker für den dritten Platz reichen. Vielleicht schafft man es über die Lucky Loser-Wertung, möchte ich sie mal nennen, dann doch noch ins Achtelfinale. Aber für mich kein Geheimfavorit. Nee. Aber das hat ja die gleichen Gründe, wie du schon die Ungarn als stark gesehen hast. Dass man einfach ich habe ja die Ungarn jetzt nicht hier auf dem Titel als Geheimfavorit. Nee, aber die haben halt in den letzten, also seit. Ich guck mal gerade, seit November sehr, sehr gute Spiele gespielt. Ne? Ach so, meinst du, das ist die Bilanz ist der Grund? Gegen Kroatien gewonnen, man hat gegen Frankreich unentschieden gespielt, nochmal gegen Kroatien gewonnen, 3-0 sogar. Also gut, dann gegen Schottland und Wales sah es nicht so gut aus, aber gegen die Slowakei, gegen die Türkei 6-1 gewonnen, gegen das Serbien stimmt. gewonnen. Also ja, gut, die Bilanz ist stark, ja. Okay, das gut, mit Schlager, Kalajdzic und David Alaba natürlich drei Verletzte, die richtig wehtun. Bitter, ja. Aber gut. Ja, dem Kalajdzic pfeifen ja immer noch die Kreuzbänder, von daher. Die Hamstrings. Ja. Ja, aber dann auch die Kreuzbänder. Die Kreuzbänder reißen. Die pfeifen. Die reißen. Die klingen. Die schreit bei ihm. Ein kurzer Aufschrei nur. Als letzten haben wir dann die Polen. Die Polen, genau. Ja. Schmeichelhaft qualifiziert. Unspektakuläre Truppe auch, ne? Mal wieder Lewandowski und wer noch so, ne? Aber Lewandowski ist halt auch nicht mehr der Prime Lewandowski, ne? Das muss man halt auch sagen, ne? Das ist nicht mehr die FC Bayern Fußball-Tormaschine. Aber in der Nationalmannschaft war der, glaube ich, auch nie gut, ne? Ja, weil er nie gute Mitspieler hat. Das muss man dem Mann natürlich auch zugutehalten. Nee, also, da hilft es halt auch nicht, so Lewandowski zu sein. Ja. So, hast noch Szczęsny im Tor. Ja, ist ein guter Mann von Juve. Lass ihn ja noch rumirren auf dem Platz bei den Ja, Kivior, den Linksverteidiger von Arsenal kann man noch nennen, Jakub Kivior. Das ist schon ein guter Zielinski. Mann. Ja, Zielinski, genau, von Neapel. Jakub Moda von Brighton. Ein paar international bekannte Namen schon noch dabei. Ja. Aber es ist kein Team, mit dem man... Kein Team für einen Hype. Kommt. Das ist kein Team für einen Hype. Überhaupt nicht. Nee. Überhaupt nicht. Ja, gucken wir in die Gruppe E. Gruppe E wie Belgien. Belgien, der klassische Geheimfavorit, aber schon lange nicht mehr. Ne? Also die Belgien-Geheimfavoritenzeiten, die sind vorbei. Das ist ja diese Generation um Lukaku, um De Bruyne und Courtois und so. Die werden natürlich auch nicht jünger. Ne? Die sind ja mittlerweile schon auf der Zielgeraden ihrer Karrieren. Ja. Ja, irgendwie hatten wir, glaube ich, schon mal thematisiert, ne? dass die Belgier aus dieser goldenen Generation wirklich nicht viel mehr als Altmetall mitgenommen haben. Also da ist ja nichts bei rumgekommen. Jetzt gucken wir mal rein. Ja, die ganzen Thomas Meunier. Ja, der ist ja im Winter zu Axel Witzel 35, Kevin De Bruyne 32, so, also die ganzen Namen, Romelu Lukaku 31, sind alle alt. Es kommen ein paar nach, ne, die jünger sind, die Anfang 20 sind, die richtig klasse haben, wie Bakayoko von PSV auf jeden Fall, Jeremy Doku von Man City, das sind zwei überragende Flügelspieler. Lois Openda von Leipzig, 24, auch noch einigermaßen jung. Charles Kettelaar von Atalanta Bergamo, der hat gegen Leverkusen ja im Finale auch gespielt. Das sind so Namen, die kann man nennen. Die werden in den nächsten Jahren, glaube ich, schon dafür sorgen, dass Belgien auch wieder zum Favoritenkreis zählen könnte. Onana von Everton zum Beispiel auch noch. Aber nicht im Moment. Also das ist im Moment, da hast du die Altstars dabei, da hast du ein paar Jungstars, die aber noch nicht ganz so weit sind. Ich glaube, sie haben Glück, dass sie eine leichte Gruppe haben. Das muss man sagen. Ja. Da muss man auch wirklich sagen, so von den Namen her,
ist es ein bisschen wie in der Gruppe mit England, nur dass es an England lag, dass man sagen kann, Belgien und wer noch, wenn es ums Weiterkommen geht. Also wir haben Ukraine, Rumänien und die Slowakei. Die Ukraine hat jetzt gegen Deutschland 0-0 gespielt. Ja, aber gar nicht so. Also wenn ich den Kader der Ukrainer sehe, das ist gar nicht so schlecht. Die haben ein interessantes Torwart-Duo mit Trubin und Lunin. Der eine von Benfica, der andere von Real Madrid. Das sind zwei sehr, sehr starke Torhüter. Klingt auch so ein bisschen wie so ein Brüderpaar aus Herr der Ringe oder so. Ne? Ja, absolut. Also die hat man bei Der Hobbit gesehen. Die sind Thorin Eichenschild bis zum einsamen Berg gefolgt. Übrigens, was wir nicht erwähnt haben bei... Was wir nicht erwähnt haben bei den Belgern, war, dass Domenico Tedesco da Trainer ist. Oh, stimmt. Das haben wir, da wird in die Hocke gegangen in der Halbzeit, ja. Da wird die Halbzeitansprache wichtig. Ja, also bei der Ukraine ja, zwei Zwerge unterm Berg. Ja, aber da sind bekannte Namen dabei. Mikhailo Mudryk von Chelsea, der ist ja für 100 Millionen dahin gewechselt. Das ist schon ein richtig guter. Zygankov gibt es noch von Girona, vom Hype-Team Girona in Spanien. Das ist ein guter Mann, auch ein Außenspieler. Dann hat man noch einen Innenverteidiger, Zabani von Bournemouth, auch ein wirklich guter Mann. Also man hat da einige. Und eins der größten Mittelfeldtalente Europas hat man tatsächlich auch dabei, von Donetsk, Georgi Sudakov. Ukraine? Könnt, glaube ich, was reißen. Traue ich Platz 2 zu in der Gruppe. Sudakov präsentiert sich erstmal für eine saftige Ablöse, glaube ich. Ja, das auf wird, jeden das, Fall. Das ja. wird für den so eine Art Auktionsturnier. Also da werden die Verantwortlichen schon sitzen und zählen. Ja, wahrscheinlich. Wie die Gebote reinkommen. Ja, und dann haben wir Rumänien und die Slowakei. Ne? Das sind natürlich die absoluten Underdogs hier. Ne? Rumänien... Ja. Da gibt es eigentlich nur einen wirklich bekannten Namen, Radu Dragusin, der Innenverteidiger von Tottenham. Der wurde auch schon mal mit den Bayern in Verbindung gebracht, meine ich. Aber sonst ist da wirklich... Ach, da spielt der Coman, sehe ich gerade. Aber wo ist er eigentlich verletzt, habe ich gelesen. Das ist der Bruder, Florin. Ach so, Florinel. Ja gut, aber sonst ist Florinel da nicht viel. Auch ein Pokémon-Name. Ja, das stimmt. Und dann haben wir noch die Slowakei. Die, ähnlich wie die Slowenen auch, nicht so viel großartig Starpotenzial haben. Ne? So Milan Skriniar von PSG, klar, den kennt man natürlich. David Hansko gibt es noch von Feyenoord, guter Mann. Entschuldigung, Peter Pekarik. Peter Pekarik, ja, da hast du natürlich recht, ja. Andre Duda und Laszlo Benes. Ja, also da haben wir doch die Bundesliga wieder vertreten. Ja, das stimmt, das stimmt. Wir sind wieder wer. Wir sind sowas von back. Das ist überragend. Das, ja, aber Underdogs. Ivan Schranz. So. So, und dann sind wir auch schon in der letzten Gruppe, Gruppe F, mit Portugal, Tschechien, Türkei und Georgien. Ja, fangen wir mal mit Portugal an. Zählt natürlich auch zum Favoritenkreis, ne? Ja, zumindest in der Gruppe. Der ewige Cristiano ist wieder dabei. Ewig. Der ja Top-Leistungen in Saudi-Arabien gebracht hat, wo ich mir denke, ja, also dem kannst du den linken Schuh an den rechten Fuß machen und andersrum und der wird da immer noch glänzen. Ja, der ist für mich, spielerisch ist der raus, aber als Führungsspieler und als Idol nimmt man ihn natürlich so lange mit, bis er nicht mehr gehen kann. Die haben sogar zwei aus Saudi-Arabien dabei. Ruben Neves auch noch, der sich letzten Sommer mit 26 gedacht hat, Saudi-Arabien ist meine Liga. Ja, warum erst Geld. Am Ende der Karriere richtig viel Geld machen? Ne? Genau. Wenn man es jetzt schon haben kann. Ja, aber sonst auch schon, Portugal hat Weltklasse drin. Ne? Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Rafael Leao. Ich weiß nicht warum, ich bin von Portugal immer so komplett underwhelmed. Ja? Die haben so viele gute Kicker und ich sehe Portugal nicht mehr so, naja. Also meinst du, die bringen die PS nicht auf die Straße? Also viel weiter als Viertelfinale wird es nicht. Sorry, wird es nicht. Wird einfach nicht. Egal, also, wer im Achtelfinale ist. Also wirklich, ich trau Portugal und das ist eine rein subjektive, völlig ich weiß nicht, woher die Meinung kommt. Ich sehe es und denke mir so, mal ein Team von irgendwelchen egoistischen Einzelspielern. Alle können irgendwie ein bisschen, also auch ein bisschen mehr kicken, aber
Juckt mich nicht. Keine Ahnung. Ja. Habe ich keinen. Vielleicht ist es der Schein von Cristiano Ronaldo, der mich blendet, dass ich mir denke, so, boah, solange der da ist. Kann sein. Ja, ich hoffe nicht, dass sie den spielen lassen. Also da gibt es ja auch viel bessere mittlerweile. Also den. Ja, ich denke nicht, dass sie ihn spielen lassen und in der Kabine so, bom dia. Ja, also Portugal für uns, wird wahrscheinlich der Favoritenrolle. Ich kann das sehen, aber. Naja, ich glaube es auch. Ich sehe es auch ähnlich wie du. Ich glaube, da wird auch Jahr für Jahr nicht so richtig das ausgefahren, was vielleicht an Klasse da wäre. Könnten sogar Dritter werden. Könnten sogar Dritter werden. Ja. Was? Weil siehst du die Tschechen so stark? Na gut, die Tschechen haben natürlich einen breiten Leverkusen-Block, ne, mit Matej Kova im Tor, Loschek und Schick im Sturm. Ne? Ja. Also, pff. Ich weiß nicht, ich habe gegen Portugal. Ja, schönes Land, tolle Küche. Boah, guck dir mal den Kader der Tschechen an. Drei Viertel des Kaders bestehen aus Spielern von Slavia Prag und Sparta Prag. Also der Prager Block, der ist riesengroß in diesem Tschechien-Kader. Ja, gut, ergibt ja Sinn, ne, wenn es die. Ja. Ja, das stimmt. Aber. Ja, also da hier Thomas Sucuk und so, keine Ahnung, das sind jetzt alles auch keine. Also Tschechien hat jetzt auch keinen starken Kader. Nee, das stimmt. Boah, guck mal, wie der Trainer aussieht. Oh, Ivan Hasek, ja. Ivan Hasek. Interessanter Mann, sag ich mal. Ja, dann gucken wir nochmal auf die Türken. Ich meine, da werden uns natürlich mehr Namen etwas sagen in diesem Kader. Okay. Ja, die Türken, auch immer wieder bei jedem Turnier denkt man so, guckt auf den Kader, boah, die spielen doch eigentlich in Top-Ligen, spielen da gute Rollen in ihren Vereinen, aber wenn sie dann alle zusammenkommen, dann schafft es irgendwie kein Trainer, daraus ein gutes Team zu formen, ne? Ja. Ja, Hakan Çalhanoğlu, ne? Auch wahrscheinlich alles sehr schwierig zu handelnde Personen. Ja, es scheint so, als würde da kein Team-Spirit dann aufkommen, ne? Und dann bringen dir natürlich die Einzelspieler dann auch nichts. Aber da ist so viel Klasse eigentlich da, ne? Kenan Yildiz von Juve, der hat ja im Testspiel in Berlin Anfang des Jahres hat er ein sehr schönes Tor gemacht. Top-Talent, 19 Jahre, aus dem kann richtig was werden, ne? Klar, Hakan Çalhanoğlu, der große alte Mann im Mittelfeld. Boah, Salih Özcan ist ja auch dabei. Alter Schwede. Ja, da weißt du schon, wo die Reise hingeht. Aber Orkun Kökçü ist ein sehr guter Mann von Benfica. Arda Güler von Real Madrid, ne? Ja. Auch ein absolutes Top-Talent in Europa. Ja, ich habe natürlich einen absoluten Softspot für die Nummer 5. Die Nummer 5? Okay, Yokuslu, oder wie auf dem Trikot einfach steht, okay. Sehr, ja, stimmt. Okay. Stimmt. Ja. Ich glaube, ehrlich gesagt. Du bist okay, ich bin okay, wir sind alle okay. Ja, ich glaube auch, dieses Mal werden die Türken es wieder nicht schaffen, ihre durchaus vorhandene individuelle Qualität so einzubringen, dass daraus ein erfolgreiches Team wird. Glaube ich nicht. Ich glaube, dass sie es dieses Mal tatsächlich schaffen und auch Portugal überholen werden. Was der große, für mich, also wirklich. Das erzeugt wieder ein Kopfschütteln sondergleichen, dass man Uzun, ja, unser oder nicht unser Talent, ja, von Nürnberg, der hat ja eine Entscheidung getroffen, spielt der lieber für die deutsche Nationalmannschaft oder für die türkische. Finde die Entscheidung absolut nachvollziehbar, wenn die familiär getroffen wird, dass man sagt, nee, ich fühle mich von meiner Familie her eher der Türkei zugewandt. Wenn man ihm aber sagt, hey, spiel für uns, entscheide dich jetzt schon für uns und du darfst bei der EM mitmachen und dann darf man nicht bei der EM mitmachen. Das tut natürlich weh. Das tut wirklich weh. Ja, das stimmt. Das ist, ja, habe ich auch kopfschüttelnd zur Kenntnis genommen. Warum nimmt man den nicht mit? Mein Gott, ey. Also der ist so ein großes Talent und ja klar, der spielt nur in Nürnberg im Moment in der zweiten Bundesliga, aber dem hätte man doch durchaus schon mal ein bisschen Turniererfahrung geben können, weil man doch mit Weitblick schon sieht, dass der Mann in ein paar Jahren wo ganz anders spielen wird. Also mit Sicherheit schon jetzt im Sommer wo ganz anders spielen wird. Ja, dann nimmst du halt stattdessen Salih Özcan mit, ne? Ja, gut, positionstechnisch jetzt nicht ganz so 1:1, aber im Prinzip ist es schon richtig. Ja, das stimmt schon. So, und dann wollen wir noch schauen auf Georgien. Letztes Team in der Gruppe und auch für uns in unserem großen EM-Check hier. Ich habe einen Softspot für Georgien. Ich sag's dir ganz ehrlich. Ich finde die Georgier geil. Erstmal, Trainer ist Willy Sagnol, was ich auch einfach komplett random finde. So, wo ist Bichente Lizarazu? Ist das der Co-Trainer vielleicht? Ja. Wer weiß. Ja, da
Die haben natürlich nur einen Superstar, ne? Das ist Kvaratskhelia oder Kvaradonna, wie man ihn ja in Neapel nennt. Den absoluten Superstar. Und im Tor, den kann man auch noch kennen von Valencia, Mamardashvili. Ansonsten wirklich nur Ey, man kennt Unbekannte. Von Karlsruhe. Zivzivace. Ach stimmt, ein Karlsruher ist auch dabei. Und stimmt. Das ist ein guter Kicker. Ja. Ja, zweite Bundesliga, da hat's gereicht, ne? Für die Georgier. Ja, also nee, aber tatsächlich, also mit Albanien der größte Underdog. Ja, aber ich bin ein riesen Kvaratskhelia-Fan, deswegen bin ich für Georgien in dem Fall. Ja, ist die Frage, ob das hilft. Also ich glaube... Also Portugal wird Erster, oder? Also ja, ich meine, auch wenn wir nicht überzeugt sind... Weißt du was, ich möchte einfach das konsternierte, wütende Gesicht von Cristiano Ronaldo sehen. Ja, das wird mir, glaube ich, was geben. Ja. Also ich glaube, Portugal wird Erster. Ich glaube, die Türkei wird auf Platz 2 landen und Georgien wird Dritter. Okay. Ob es dann reicht fürs Achtelfinale, weiß ich nicht. Aber ich sage, Georgien wird nicht Letzter. Ja. Ich sagte, es wird eine ganz, ganz wilde Gruppe. Und es wird am Ende, die spielen alle, drei, ich glaube, es wird keinen Sieg geben in dieser Gruppe. Was? Nur unentschieden, oder Nur was? Nur unentschieden. Oh, ja gut, aber Georgien können wir, glaube ich, festhalten, ist unser Herzens-Underdog. Hey, aber warte mal, was ist eigentlich, wenn da jedes Spiel unentschieden ausgeht? Wer kommt denn dann weiter? Ja, wer mehr Tore geschossen hat, ne? Ja, aber das ist ja bei Unentschieden sind es ja dann... Ja, gut, ja dann greifen doch die nächsten Mechanismen, Fair-Play-Wertung und irgendwann kommt dann der Münzwurf. Ja, ja. Am Ende kommt Georgien als Zweiter weiter, weil sie 3-3 gegen Tschechien gespielt haben, zusammen mit Tschechien. Das wäre lustig, aber Georgien, Willi. Ja, Willi will es wissen. Genau. Ja, das ist unser Roundup zur EM. Jetzt haben wir alle mal gehört, alle Gruppen hier mal besprochen, wie wir es so sehen. Haben wir doch schön in über einer Stunde hier klar gemacht für euch. Am Ende der Folge haben wir natürlich wie immer auch noch ein bisschen Content von euch, ne? Und zwar das hier. Sicher. Der Fanclub. Ja, aufgrund der fortgeschrittenen Zeit natürlich ein bisschen schmaler heute als sonst, aber wir gucken durch, so 2-3 Fragen kriegen wir auf jeden Fall beantwortet hier von euch. Ich finde übrigens, wir sollten das einführen, was ich letzte Woche schon gemacht habe. Also wir nehmen auf jeden Fall immer die Frage mit den meisten Likes mit rein. Ja, das stimmt, das ist gut, ja. So, und was ist denn diesmal? Diesmal ist es von Leon-MTÖ. Wenn der Mannschaftsbus des DFB auf dem Weg an der Tanke hält, welcher Spieler holt sich welchen Tankensnack? Das ist sehr gut. Das ist eine sehr gute Frage. Die Frage ist derartig Weltklasse. Also ich sage, Antonio Rüdiger holt sich irgendwas, was richtig unangenehm riecht. Also auf jeden Fall sowas Beefy-artiges. So eine Beefy-Suchschuk oder so. Ja. Wollte ich gerade sagen. Ja. Mal gucken, dass da kein Schweinefleisch drin ist. Ja, da gibt es ja immer Versionen ohne. Ja. Findest du, ne? Ich finde Antonio Rüdiger, das ist ein Typ, der holt sich einen doppelten Espresso und einen Ballisto. Nein, überhaupt nicht. Absolut. Nee, also nicht mal ansatzweise. Doch. Doch. Auf gar keinen Fall. Ich schwöre es. Oder sowas. Also so, da so sehe ich Thomas. Das ist eine So Haribo oder so. Rüdiger ist eine Naschkatze. Ich sag's, wie es ist. Okay, das ist einer, der erfreut anders. Sich. Guck mal. Also, aber er ist ein riesen Döner-Fan, ne? Ja, aber woher mein Gedanke kommt? Der ist verrückt. Also der ist wirklich, wenn du den siehst, wie der mit anderen umgeht, wie auch an Ancelotti, der ist verrückt. Also der hat das fast 70-jährige Mann. Der hat sich das Kind in sich, hat er sich behalten. Stimmt. Und deswegen sage bisschen ich... Bisschen ADHS-Vibes auch dabei immer, aber sympathisch. Also Kaffee und Haribo Colorado, das ist mein Call. Okay, krass. Also die Kombi Espresso und Ballisto hätte ich tatsächlich Thomas Müller zugetraut. So einfach vom Gefühl her. Boah, Thomas Müller ist für mich Typ Kakao. Boah, das glaube ich nicht. Boah, das geht ja hier richtig auseinander. Ja, wir streiten uns ja gleich. Florian Wirtz holt sich eine kleine Capri-Sonne auf jeden Fall. Das holt sich eine kleine Kartoffel. Der packt sich eine rohe Kartoffel auf die Eins, ey. Capri-Sonne auf die Eins.
Ja, wem würde ich denn eine Carazza zutrauen? Der wäre bei Thomas Müller sofort. Eine Carazza, meinst du? Ja, auf jeden Fall. Oder Leroy Sané? Nee, Leroy Sané. Nee. Leroy Sané sehe ich tatsächlich beim Energy. David Bank. Raum. David Raum ist ein riesen Carazza-Fan. Ich glaube, David Raum holt sich erstmal hier so eine E-Zigarette oder so. Erstmal ein bisschen dampfen. Ja. So. Ja, was gibt's denn? Also, ich sehe Leroy Sané mit einem Energy Drink tatsächlich. Mhm. Würde ich auch sagen. Jonathan Tah holt für 3-4 Leute Eis. Mm. Ja. Den schön, aber so ein völlig übertrieben großes Magnum vielleicht. Ja, aber mehrere. Ja. Also für ja. einen, der bringt die denn mit, der schmeißt ja so durch den Bus. Noch einer Magnum. So, auf DFB seinen Nacken. Niklas Füllkrug würde ich fast schon. Ja, den sehe ich schon bei so einer belegten Brezel oder so. Ja. Also ich will, weißt du, die Sache Butterbrezel, ist. Butterbrezel würde ich sofort ja sagen. Ich möchte einerseits diese ekelhaften Bockwürste, ja, die möchte ich eigentlich an niemanden verteilen. Aber ich möchte sie schon ganz gerne an jemanden verteilen, weißt du? Du meinst diese Bockwurst, die da mehrere Tage ihre Runden dreht in diesem Wassertank, den man so in der Tankstelle dann sieht. Bei Steak würde man sagen dry aged. Ja. Da sind wir wieder beim Angus, ne? Also wet aged. Aber für mich eine belegte Brezel, eine Butterbrezel, Niklas Füllkrug, hundertprozentig. Ja. Robert Andrich wäre, glaube ich, Team Bockwurst. Da kommen wir der Sache näher. Oder so ein Eibrötchen mit Mayo. Ja. Oder Remu. ja. Ah, ja genau. Robert Andrich ist eher hier diese Würste im Schlafrock. Ist in diesem Teigmantel. Stimmt. Ja, da gibt es ja auch die Beefy-Version halt im Teigmantel. Ja. So, komm, eine Frage hauen wir noch eben hier raus. Ich habe hier eine Frage von Pokekeck unterstrich. Nach Scholl bzw. Helmer versus Bubble, mit welchem ehemaligen Profi würdet ihr es bei Schlag den Star aufnehmen? Boah, erstmal diese Scholl-Nummer bei Schlag den Star. Boah, ey, wir haben ja letzte Woche nicht drüber reden können, weil das ja parallel zur Aufnahme stattfand. Ich habe es mir tatsächlich am Morgen danach, das Erste, was ich an meinem Schreibtisch gemacht habe, ist natürlich arbeiten. Ist mir Schlag den Star nebenbei nochmal anzugucken. Alter Schwede. Nee. Ey, Mehmet Scholl. Okay. Ich weiß schon gar nicht mehr, ob man darüber noch Witze machen darf. Nee, also eigentlich das ist nicht. Eigentlich nicht mehr, ne? Eigentlich der Mann nicht. War völlig disorientiert und also der wirkte wie, also entweder besoffen oder auf sehr starken Schmerzmitteln. Ne? Also ich habe mir nur diesen Clip angeguckt, wo die mit einem Ball diese Rampe hochschießen mussten und die hatten auf dem Rücken diesen Käfig, wo sie es fangen sollen, Korb. Und Mehmet Scholl war in seiner aktiven Zeit ein richtig guter Kicker. Es war ein fantastischer Fußballspieler. Und der konnte den Ball nicht treten. Also er hatte einfach keine Schusstechnik mehr. Und das war eigentlich eine Frechheit, dass der da teilgenommen hat. Ja, wurde dann ausgewechselt für Thomas Helmer. Deswegen zielte die Frage darauf ab. Aber ein Spiel fand ich eine Frechheit von beiden, muss ich sagen. Von Scholl und von Bubble, wo es darum ging, Maskottchen zu erraten. So, das ist natürlich unser Steckenpferd hier, das muss man natürlich sagen. Aber Scholl und Bubble haben zusammen, glaube ich, 3 Stück oder so erkannt. Von irgendwie insgesamt 20. Und das ist ja wirklich ein Witz. Welcher Verein, aber die wussten nicht, wie die heißen. Ja, genau. Ja. Also, das. Ich meine, da könntest du uns ja Tag und Nacht wecken. Wir könnten dir hier jeden wiedergeben. Also, mit wem würden wir es aufnehmen? Ja, wem würden wir uns stellen bei Schlag den Star? Also ein ehemaliger so, Fußballer dann. Wollen wir einfach so ein Tag-Team-Ding machen? Also 2 gegen 2? Stimmt, das ist gut, ja. Weil wir haben ja unterschiedliche Stärken. Ja, Tag-Team ist gut. Wüsste jetzt meine nicht an der Stelle, aber werden wir ja dann sehen an dem Abend. Der Entertainment-Faktor ist da. Ja, klar. Also der ist, also für Entertainment kann ich wohl sorgen. Sollen wir dann welche, wir könnten natürlich welche suchen mit ähnlicher Statur. Ja, was? Also ein ähnliches Duo. Also so Ailton und Haristeas. Boah, gut, Ailton, ich sag mal Ailton, Ailton bei Fragen, bei Quiz immer schwierige Nummer. Schwierig. Ja. Okay. Ja,
Boah, gegen wen könnten wir es aufnehmen? Salihamidzic und Kahn. Auf gar keinen Fall. Doch. Da werden wir noch, in der Umkleide gegessen. Ja, in den körperlichen Spielen vielleicht. Aber wir holen gegessen. Die uns am Pult. Wir holen die uns am Pult. Wir werden von denen gefressen. Ja. Salihamidzic filetiert und Kahn frisst. Ja, aber nee, vor der Kamera dürfen sie ja nicht. Deswegen sagte ich ja auch schon in der Umkleide. Ach so, okay. Aber ich sag dir, wir holen die uns am Pult bei den Wissensspielen und bei den motorisierten Spielen, wo man mit so einem kleinen Kart oder so fährt, da sehe ich uns stärker als die. Da können die kommen mit ihren mit ihrer Körperlichkeit, okay, die paar Spiele werden sie gewinnen, aber wir gewinnen die entscheidenden. Wir sind ja auch jünger. Ja, eben. Ja. Und wenn ich zu so einer Show eingeladen werde, da gehe ich vorher ins Trainingslager. Ja, klar. Da kommst du so mich so, da im ich Raum von Geist und Zeit wird sich krass gemacht. Da wird Cardio geballert, bis ich aussehe wie Frank Busemann. Bis du dich in dein Deutschland-Auswärtstrikot reingehungert hast. Du Schwein. Weißt du was? Mister, ich glaube, bei den motorisierten Dingern werden wir glänzen. Wann bist du das letzte Mal Auto gefahren? Ja. Kannst du mal sehen, ne? Aber ich hab's im Blut, das weißt du doch von F1. Ja, komm, ey. Du Schwein, ey. Geht da hier komplett auf Körper. Ist das eine absolute Frechheit, hier so eine Folge zu beenden? Ach ja, so ist es hier halt, ne? Da muss man immer auf Trab bleiben. Da muss man immer damit rechnen, dass hier auf den weißt letzten was? Zentimeter weißt du was? Der Folge Schlag noch jetzt einer da? In die... Weißt du was, schlagt jetzt da gegeneinander. Das hast du dir jetzt damit verdient. Ja. Das so, und dann sehen wir mal. Und dann sehen wir mal, ne, wo hier und der Frosch seine Locken hat. So. Ja, das sehen wir jetzt auch, ne, denn wir sind am Ende angekommen der Folge. Der einfach feuert Friendly Fire einfach in der laufenden Folge. Ich fasse es nicht. So, liebe Freunde, das war's für heute. EM-Vorschau. Wir haben die komplette EM hier einmal durchexerziert für euch. Alle Gruppen sind dabei. Schreibt uns doch gerne, wie ihr es seht. Was sind eure geheimen Favoriten? Welche Favoriten werden fallen? Was für Softspot-Teams habt ihr? Ne, so wie wir Georgien schon auserkoren haben hier als unser kleines Herzensteam in diesem Wettbewerb. Schreibt uns gerne und ansonsten geht es weiter. Auf YouTube, Dienstag und Donnerstag, jeweils ein Video und dann am Samstag die erste Folge während der EM, dann einen Tag nach dem Deutschlandspiel. Dann wissen wir mehr. Dann wissen wir mehr. So sieht's aus. Also, okay. Bis dahin. Bis Nagels dann. Genauso wird es sein. Und wie immer am Ende ein kleiner Hinweis. Unsere Show gibt's in voller Länge sowohl als Podcast als auch bei YouTube. Also, bis zum nächsten Mal.